Hallihallo, da sind wir wieder. Diesmal geht auch der Ton. Ich muss jetzt nochmal neu anfangen. Ach, Leute. Ist auch spannend. Also, hier das Ding haben sie nicht fertig gekriegt eben. Musste ich abreißen, neu bauen. Aber der Kräuter gerade mal wieder da. Das hat soweit funktioniert. Und kurz bevor ich aufgehört habe, da waren wir schon im Juni, sind unsere Tierchen weiter gewandert. Zum Glück nur hier runter. Nicht nett. Na gut, ich hatte jedenfalls diese glorreiche Idee, dass wir hier jetzt nochmal Pfeifels anbauen. Doch schon mal geguckt, das hat jetzt scheinbar vom Geld her und Größe nichts miteinander zu tun. Damit die schnellstmöglich wachsen, die guten Dinger. Hau mal die mal da rein. Weil die da blühen auf jeden Fall. Auch gleich zwei Äpfel dran, aber besser wie nichts. Gut, genau. Wir machen mal ein bisschen Warp rein hier. Genau, die machen nicht nur Blödsinn hier. Also reißen wir das weg und bauen dich neu. Fertig ist der Lack. So. Da warten wir jetzt gar nicht lange drauf. Ich glaube, hier liegt irgendwie eine größere Zahl in Erinnerung. Kann aber auch Hirnfurz sein, wer weiß. Können wir das letzte Video einfach angucken. Das wäre zu einfach. So, kapitale Grundidee. Wir stecken hier Händler rein und holen uns ein bisschen Fleisch ran oder so. Sind sie voll. Ach, nervig, nervig, nervig. Ja, wir sehen hier unsere Schilde und Speere, alles weg. Alles weg, was wir geschenkt bekommen haben. Fleißig hier. Jo, das geht auch soweit erstmal voran. Was ist das hier? Warte, 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 warte. Was verbindet das Gebäude mit der Königsstraße? Sonst können die Wanderhändler euer Gebäude nicht erreichen. Ist doch auch verbunden. Erweitert, nicht an das Straßennetz angeschlossen. Willst du mich veräppeln? Wie läuft das doch? Kollege Schnürschuh. Muss ich jetzt nicht verstehen. Macht nichts.
Jo, wartet ihr alle? Das macht mir ein bisschen Sorgen hier, Leute. Holzhütte, Schreiner, aber du hier, gell? Wie viel Holz haben wir denn? 54. Setzen wir das mal hier noch einen zweiten rein. Ach so, die Einstellungen sind schon weg, gell? Handel. Händler folgen, Handelsruder einrichten für Stein. Wir hatten sonst noch Kräuters, genau. Du Kräuters. Ich wollte jetzt Import. Bis oh, zwei erstmal. Dass wir uns nicht völlig arm machen hier. Also ohne so eine Rute bist du wahrscheinlich ein bisschen auf den Zufall angewiesen. Und wenn du die Rute kaufst, kommt definitiv einer vorbei. So interpretiere ich das jetzt mal. Warum wartet ihr alle? Alle Hochstädten voll besetzt. Sammelt Beeren. Dorfschmiede. Ja gut, die konnten Feuer aus vollen Lagern schöpfen. Jetzt ist alles leer, ne? Fleisch gekauft. Wie weit sind wir hier? 87. Naja, muss man noch ein bisschen Gas geben. Machen wir in einer Folge 3 Jahre durch. So ein Scheiß, ey. Und immer noch kein Patch, der den Mist behebt. Ich hoffe, dass sowas dann auch weg ist. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? So, weil du jetzt alles eingenommen hast, ist das hier Bums quasi. Ach, Leute, ey. Ja, solange es Erze ist und kein Futter. Sind. Beschwere ich mich nicht. Gut, Gas. Warte mal. Wir wollen dich mal aus so einem kleinen Stall. Weil wir haben jetzt ein bisschen Geld, bevor sie uns das alles leer lutschen. Durchs Fleisch kaufen. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Jetzt haben wir. Ah ne, doch, genau. Einen weiteren Ochsen bitte für 20. Ah, Logge, Junge, Logge. Ist mit der Order platziert, okay. So, auch mal wieder geliefert sozusagen.
Dann geht's vielleicht ein bisschen zackiger voran hier. Heinz der Ochse wird geführt von Heinz, dem Ochsenführer. Wer ist da? Der Konrad. Konrad, Konrad. Heinz hat morgen noch hier. Können hier noch bewegen. Der Holzfäller. So. Oh, das ist bald voll, der Junge. Oh, guck da mal. Ah, grüne Äpfel. Aus? Jawohl, der Plan ging voll auf. Der Hühnchens. Nicht. Keine Eier, Jungs. Ich bin ja sowas von enttäuscht. Das Overlay nicht geht, verstehe ich nicht so ganz. Naja. Oh. Die Obdachlosigkeit ist nicht so schön. Wenn ich überlege, wie lange das dann geblieben ist, aber was ist hier los? Ha. Jetzt geht das Spiel kaputt, Leute. Ihr habt's kaputt gemacht. Über Zimmer 96. Haben wir unseren zweiten jetzt mittlerweile eigentlich? Wo sehe ich das? Oh, hier. Das ist Heinz. Das ist Heinz. Heißen die alle Heinz oder was? Bist du der, der den gerade bringt? Scheinbar. Ochse war das Knecht unterwegs, hat er gerade gebracht. Ich denke, wir haben keinen Platz mehr. Das wüsste ich jetzt nicht. 33 Bären. Und das Brot bringt uns über Winter. So ungefähr stelle ich mir das gerade vor. Wenn ich der nächste Baum mit quere. 97. 84 Ertrag. 29. Das wird wohl nicht mehr werden. Also daran über, da drüber an Klamotten ran. Bauen wir hier Stress.
Sträßle lang. Gut. Das wird dann das nächste Weizenfeld. Kann man ja eigentlich gleich mal einstellen. Ist ja kein Bauer da drin, der es bestellen kann. Was ist hier los? So plump and juicy, you'll want to eat them by the bushel. Ein Fleisch. Probieren wir dann die frühzeitige Ernte aus. Fände ich eine coole Idee. Der nochmal ein Schwupps hier. Jetzt ist 100%. Aber dann mache ich das wieder auf Brache. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir das jetzt schon abernten, pflügen und nochmal sehen, bis zum November kommt ein bisschen was rum. Dann geht die Frucht bereits fürs nächste Jahr runter. Fleisch nicht so geil. So, hier einer raus. Drei rein. Dann hier bitte, Feld wird sofort geerntet, ohne die Erntezeit abzuwarten. Das haben wir, das ist ja voll ausgewachsen. Soll ich hier? Ist aber noch nicht so weit. Stand das irgendwo dabei? Äpfel? Ach, ungefähr im September. Okay, okay, okay. Dann ist natürlich. Ja. Ah, hier geht's schon los. Okili dokili. Ihr macht das sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Na, oh, das muss natürlich genau jetzt sein. Ist das euer Scheißernst? Alter, es ist Juli, wieso schifft's denn? Ich hoffe, die kriegen es schnell genug heim. Mein Gott, die vielen Baumstämme.
Hier ist das Lager voll. Und nu? Kann jetzt mal wieder die Sonne scheinen? Gut, also wir haben ein bisschen was gerettet, wie es aussieht. 84. Das könnte komplett sein. Sehr interessant, wie viele Familien hier einziehen. Mit hinein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie nochmal Weizen anziehen, an Pflanzen. Nicht deren Ernst, ne? Gerade frisch gekauft den Scheiß. Gestohlen. Was habe ich befürchtet? Ach Leute, ist das schlimm. Jetzt sehen sie echt noch mal Weizen aus. Bin ich mal gespannt. Ja, wenn wir dann noch mal ein bisschen was bekommen. Gut. Dann haben wir jetzt hier Stroh. Das wird geschlagen, jetzt hoffe ich. Genau. Okay, legen wir mal los. Sobald ihr einen Order platziert, besucht ein Viehhändler die Stadt, um das Tier zu liefern. Nach einmal pro Monat, okay. Jetzt geht's aber runter hier. All die Weile Bärchen leer, gell? Ja, nicht ganz. September nächsten Monat ungefähr. Oh. Warte, warte, warte. Genau, so. Steuerung C und F12. So. Jetzt mal schön die Äpfel sehen.
regnet schon wieder. Nun gut. Das geht voran. Der holt was ran. Okidoki. Die holt dich weg. Also wie das hier überall wo ein Symbol drin ist, müsste eigentlich grün leuchten. Auch hier gibt es sogar Eier. Guck mal hoch. Was? Wohnhafte Familie 0 von 2? Aber Totengräber, Person. Zu Hause anzeigen? Hier. Oder hier. Personen? Nischt. Ist das wieder ein Fehler? Ist das deswegen eine blöde Obdachlosigkeit? Ist das deswegen alle draußen rumdümpeln? Aber hier wird es richtig angezeigt. Die Anzahl Familien, die momentan in dieser Region untergebracht werden können. Wir haben 23 Familien hier. Deswegen ziehen die hier auch immer alle ein. Na toll, kriegen wir das hin. Ach du Schande, Leute. Ja. Oh Leute. Aber ich kann ja nicht anklicken, ich kann ja nicht sagen, hier, zieh da ein. Nur Arbeitsplatzanzeigen machen. Ertrag 611. Achso, jetzt gehen sie hier pflücken.
Ist schon am Schiffen, ne? Plus gemacht. So, dann merkst du, ohne die Bären geht's rapide bergab, ne? Flachs, wo bist du? 29. Schauen wir mal, bis November haben wir Zeit. Aber willst du die 15% nochmal ranholen? Das ist ein bisschen nervig, dass ich die Leute nicht anklicken kann und hier zuweisen kann. Weil im Endeffekt bekommen wir jetzt die Äpfel, ohne dass ich was davon habe oder so. Ah ne, hier 4 Äpfel. Das irgendwie funktioniert es automatisch. Achso, hier sind welche eingezogen. Aber hier glaube ich nicht, gell? Oh, alle da drin. Ist hier jemand drin? Person? Nö. Aber Eier gibt's trotzdem. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Kann ich ja jetzt schon mal hier einen reinbasteln, ist da? Dann habe ich halt ewig viel Obdachlosigkeit. Da war vielleicht das gemeint mit dem komischen Verhalten von Obdachlosen. Vielleicht ist es besser, bis zum Patching mehr zu spielen. So, 11%. Ertrag 0. Hier steht 0. Das wollte ich noch gucken, genau. Das da. Das da. Gott, verflucht. Industrie. Flachs zur Herstellung von Dingsterbums da. Okay, warte, machen wir erstmal hier den. Den Weg weiter. Das geht wieder nicht. Da bin ich mal gespannt. Okay, so, wir pflanzen die Weberei dahin. Sollen die das mal schön aufbauen? Genau, hier haben wir die Gerberei, hier haben wir die Weberei. Da können die Klamotten basteln. Sieht man das irgendwo? Leder, aber 10 Stück. Ach ja, hier ist das Mehl, 51.
Ah, ja. Einmal Eier, vier Äpfel. Tja. Würde ich sagen, wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ob ich jetzt auf den Patch warte oder noch nicht, ich weiß es nicht. Ich schaue mal weiter. Ist halt mal eine interessante Geschichte. Wann kommt denn der Patch, ne? Ich meine, angekündigt ist es für diese blöde Open-Beta-Testing-Dings da, Bumster, aber wann kommt er? Ach, Leute. Nun gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.